was war's denn ich? Der König von Dänemark. Der König von Dänemark. Marant Josef, jetzt habe ich schon 1, 2, 3, 4 König gesehen. Die schießen ja schon wieder. Ich kann mir gar nicht mehr noch mit Knopf machen. Aber da kommt ja gar nicht mehr. Jesus! Ja, meine Herrschaften, das geht nicht. Alle Afrika am Balkon hinausrennen. Wir müssen doch schauen, dass wir mit der Probe fertig werden, nicht wahr? Was ist los? Gehen wir. Grüß Gott, bring ein, bring Glück herein. Mit frohem Mut und heiterem Sing. Wir heißen euch willkommen hier in unserem schönen Wien. Halt, halt, Moment! Was ist, warum singt ihr nicht? Warum sind Sie nicht? Wir können ja nicht zum Hauspersonal. Das ist ja der Wurscht, nicht wahr? Sie sind zum Empfang herbestellt. Und ein Empfang ohne Gesang ist wie eine Rose ohne Duft. Also duften. Sie, das singen Sie, nicht wahr? Bitte. Grüß Gott, bring ein, bring Glück herein. Mit frohem Mut und heiterem Sinn. Wir heißen euch willkommen. Kann sie nicht brauchen. Weg. Aber Herr Knöpfel, ich singe doch eh so schön und laut. Nein, sie singen nur laut. Sie schmeißen mir den ganzen Empfang. Gehen Sie in die Küche zu Ihrem Schier. Aber Herr Knöpfel. Ruhe! Es handelt sich um unsere Reputation. Und was soll sich denn der Herr Graf von unserer Musikstadt Wien denken, wenn er mit so einem Geblähe empfangen wird? Denn er ist sicher sehr musikalisch. Sie kennen ihn doch noch gar nicht, Herr Knöpfel. Nein, nicht mehr, aber einen unmusikalischen hätte unsere Kontess nie gehört. Nie. Also stellt das Ganze von vorne, jetzt muss aber klappen. In wenigen Minuten kann das junge Paar da sein. Schau! Jetzt sieht man ihn schon ganz deutlich. Wen sieht man? Den Steffel da! Aha. Dein geliebter Stephansturm. Ach, Schorsch, mir klopft das Herz. Du weißt ja gar nicht, wie ich mich freue, endlich wieder in Wien zu sein. Merk es. Weißt du, wie lange ich nicht in Wien war? 5,5 lange Jahre. Ich hoffe, Melanie, dass das letzte halbe nicht als das längste vorgekommen ist. Nein, Georg. Seit ich deine Frau bin, habe ich Wien sogar fast ein bisschen vergessen. Aber weißt, noch schöner wäre es natürlich gewesen, wenn der Kongress gleich nach unserer Hochzeit angefangen hätte. So schrecklich ist es für dich, in Reuss zu leben. Nein. Das heißt, also wenn ich dich nicht hätte. Ich verstehe. Georgie, mach kein so finsteres Gesicht. Das passt gar nicht dazu, wenn man zum ersten Mal im Leben nach Wien kommt. Schau, wie vergnügt hier alle Leute sind. Wie sie uns zuwinken auf den süßen kleinen Weingarteln. Weingarteln? Was ist das nur wieder? Weingarteln. Weingarteln. Weingärtchen. Komisch. Für die einfachsten Dinge habt ihr hier die schwierigsten Namen. Verzeihung, haben Herr Graf nicht auch das Gefühl, dass hier irgendwo noch Krieg ist? Aber schau, was fällt Ihnen denn ein? Wir fahren doch zum Friedenskongress. Naja, aber die schießen doch fortwährend, noch dazu mit Kanonen. Ach, entschuldigen Sie bitte, können Sie mir vielleicht sagen, was das für ein Geschieße ist? Das ist in Wern. Die schießen, wenn der Monarch kommt. 5 sind schon da. Haben Herr Graf gehört? Die Wiener schießen auf die Monarchen. 5 wären bereits tot. Aber schau, 5 sind schon da. Da, hat er gesagt. Ach so. Warum geht's denn gar nicht weiter? Die Begrüßung seiner Majestät des Königs von Württemberg dauert immer noch an. Georgi, gehen wir doch das letzte Stück zu Fuß. Zu Fuß? Es ist gar nicht mehr weit und hier kenne ich jeden Stein. Wir steigen aus. Was, hier auf freiem Felde? Die Frau Gräfin wünscht, ein Stück zu Fuß zu gehen. Scheint an jedem Haus ein Musiker zu wohnen. Eine 10. Für nette Aussichten. Ja, Schorsch, daran wirst du dich gewöhnen müssen. Wien, das ist Musik. Ist das nur für eine neue Art von Musik? Quick, quick, meine Herrschaften! Nehmt die Blumen auf die Plätze, alles! Musik! Musik, der Wagen fährt schon vor!
Herzlich willkommen, Herr Graf. Bitte dürfte ich mir die untertänigste Frage erlauben. Wo ist denn die Frau Gräfin? Die Frau Gräfin hat es vorgezogen, ein Stück zu Fuß zu gehen. Was, allein? Nein, selbstverständlich mit dem Herrn Grafen. Jean, 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 Jean. Ja, Anni, wer sind denn noch als Sie? Jean, der Kammerdiener. Wer? Der Kammerdiener des Herrn Grafen. Was, und da lassen Sie sich von uns so ansingen? Ja, warum denn nicht? Ich fand diesen Empfang besonders sinnig und reizend. Das ist doch... Es ist gut, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen. Nach den Informationen, die ich von der Frau Gräfin empfangen habe, dürften Sie der Kammerdiener Knöpfchen sein, ne? Warum Knöpfchen, Knöpfchen? Ich lege sogar Wert auf Herr Knöpfel. Schön, Herr Knöpfel, dann tragen Sie das Gepäck hinauf. Sie sehen, jetzt werde ich Ihnen etwas sagen. Mhm. Kommandieren können Sie vielleicht in Reuss, Schleiz, Kreuz. Nicht mehr, aber hier in Wien disponiere ich. Interessant. Und darf man noch erfahren, woher diese Vollmacht stammt? Ja, das dürfen Sie. Und dieses Ballet gehört Ihrer Durchlaucht, der Fürstin Auersbach. Und ich bin Ihr erster Kammerdiener. Und Ihre Durchlaucht hat für die Dauer des Kongresses dieses Ballet und mich, Ihrer Nichte, der Gräfin Wolkersheim, zur Verfügung gestellt. Also ist das mein Revier. Gehören Sie gewissermaßen zum lebenden Inventar, ne? Das lebendes Inventar? Bin ich ein Katz oder bin ich ein Papa? Was erlauben Sie sich? Alterieren Sie sich doch nicht, mein Lieber. Ich nehme zur Kenntnis, dies ist Ihr Revier. Es würde sich aber empfehlen, nunmehr die beiderseitigen Kompetenzen auf das Schärfste abzugrenzen. Bitte? Sie gehören zur Frau Gräfin und ich ausschließlich zum Herrn Grafen. Gut, gut. Bitte, und dann tragen Sie die Koffer von Herrn Grafen. Und ich trage ausschließlich das Gepäck von der Frau Gräfin. Wen kehrt denn dieses drum? Die Frau Gräfin. Ist blöd. Ein Pech. Da muss ich reinbruckt. Nichts machen. Was wollen Sie denn da? Ihnen helfen. Ganz gerne. Schon. Bitte, bitte, Sie mir helfen. Ich brauche überhaupt nichts. Machen wir alles allein. Wenn Sie einer Support schon ansteht, doch über. No, was? Ich sag. Platz, nicht wahr? Immer so. So was Blödes, das ist ja ungleich gepackt. Der ganze Schwerpunkt liegt auf einer Seite. Na ja, dann nehmen Sie ihn doch am Schwerpunkt. So machen Sie mich nicht nervös. Vorhin anderen muss man unterschleifen, nicht? Das ist immer nicht so. Das ist eine Kiste. Hup! Hui! Hui! Der lässt mir um! Kinder, halten Sie, halten Sie! Nicht doch mehr Balance! Aber was, mehr Balance? Sie auf! Ah! Hui! Hui, immer gerät's! Ach, zu blöd, oder es wäre wunderbar gegangen. Kriege ich mir ein steirisches Kreuz. Was haben Sie, ein steirisches Kreuz? Steirisches Kreuz. Ja, wo haben Sie denn das her? Ja, das kriege ich halt, wenn ich mich verrenke oder wenn mir jemand in den Rücken stößt. Jetzt werde ich Ihnen aber doch helfen. Aber nein, ich brauche Ihnen nicht. Ja, warum sind Sie denn so eigensinnig, wo Sie ein gestörtes Kreuz haben? Aber behandeln Sie mich nicht wie einen Kranken, ich kann das nicht leiden. Bitte. Ich muss überhaupt... Hui. Habe ich. Schuss. Ja. Na, servus. Der holt er nicht. Kinder, das ist ja kein Koffer mehr. Das ist ja Eckhaus. Dann über.
Den trage ich nicht mehr. Ah, zum Runtertragen engagiere ich mir einen Dienstmann, denn runter geht es ja noch viel schwerer. Was will ich herauf? Was haben Sie denn? Mir ist ein kleiner Irrtum unterlaufen. Ihr Koffer da gehört doch dem Herrn Grafen. Aber es macht ja nichts. Was? Wie lassen Sie die ganze Kiste von Ziegelsteiner da heraufschleppen? Und dann sagen Sie, der Koffer gehört gar nicht mir? Und dann sagen Sie noch, das macht ja nichts. Das ist eine Impertinenz. Sie haben mich reingelegt. Alterieren Sie sich nicht, mein Lieber. Die Hauptsache ist, dass der Koffer nun oben ist. Hinunter müssen Sie ihn ja nicht mehr tragen. Was ja viel schwerer wäre. So eine Gemeinheit. Wo ist denn das Arbeitszimmer des Herrn Grafen? Unten, lieber Freund, unten. Packen Sie hübsch wieder zusammen und tragen Sie das Koffer nach unten. So, da wären wir. Komisch, kein Mensch da. Gefällt dir? Es ist hier jedenfalls wohltuend ruhig. Grüß Gott, Ritt ein, bring Glück herein, mit Freude und Heid, dann sind wir einzeln euch willkommen hier in unserem schönen Wien. Grüß Gott, Und es bitte, wenn du mich bitte sagen, Frau Gräfin, nein, ich bin untröstlich. Ja, mein lieber alter Knöpferl. Bitte, entschuldigen Sie schon diesen Ballerwatsch. Ich habe mir das alles so schön ausgedacht für die gnädigste Kontess, für die Frau Gräfin. Nämlich, ich muss mich erst daran gewöhnen. Nämlich, für mich sind halt Frau Gräfin noch immer unsere liebe kleine Kontess. So gut. So, das ist mein lieber alter Knöpferl. Angenehm. Wie geht's denn der Tante? Ihre Durchlaucht, die Frau Fürstin ist draußen auf ihren Sommersitz in Baden. Und sie lässt recht schön grüßen und die Herrschaften möchten sich hier wie zu Hause fühlen. Ja, das wollen wir. Ach, die liebe alte Mali. Küss die Hand, gnädigste Komtesse. Frau Gräfin. Ich bin die Zillis Kuchelmann. Mit der Stubenmädel Anni. Und wer seid ihr alle? Schuhmachermeister Pfannhauser. Komm vom Modesalon Grödel. Ich bin vom Hutsalon Pichl. Wer hat denn euch alle herbestellt? Die Frau Fürstin hat gemeint, wenn Frau Gräfin aus Reus nach Wien kommt, wird Frau Gräfin vielleicht ihre Garderobe ein bisschen auffrischen wollen. Die gute Tante, an alles denkt sie. Sie ist entzückend. Findest du nicht auch? Ja, recht hübsch. Aber haben wir im Augenblick nicht an Wichtigeres zu denken? Natürlich. Du willst es dir sicher bequem machen. Keineswegs. Ich möchte so schnell wie möglich an meine Arbeit. Verzeih. Knöpfel, zeigen Sie dem Herrn Grafen sein Arbeitszimmer. Ach, der ist ja noch viel schöner. Den behalte ich gleich. Und den anderen auch. Anni, führen Sie da drauf in mein Zimmer. Sehr wohl, Frau Gräfin. Ja, Knöpfel, Sie machen ja ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Ja, ich habe ja auch allen Grund dazu. Ja, bitte, da arrangiert man so einen schönen Empfang und dann kommt so ein Jean und verpatzt einem alles. Ein Jean? Weil, das ist ein unsympathischer Mensch. Aber geht, der ist doch ganz nett. Nicht der und nicht, also wenn alle Reichsleitskreuzer so sind wie der, dann tut mir die Frau Gräfin sehr leid. Aber Knöpferl, sprech es doch nicht so despektierlich von dem Land, das der Herr Graf beim Kongress vertritt. Ja, wer ist denn er? Monsieur Jean-Jacques Salfalati. Der beste Tanzlehrer von Wien. Ach, die Frau Fürstin, die hat auf nichts vergessen. Denn bis nach Reuschleitzkreuz sind die neuesten Tänze bestimmt noch nicht gedrungen. Neue Tänze? Des nouveaux danses? Magnifique. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Salfa... Lati. Salfa Lati. Frau Gräfin, brauchen Sie sich gar nicht anzustrengen. Die Safferlade stammt aus Matzlens durch. Ach so. Äußern, Frau Gräfin, da hätten wir als erstes den Walzer. Ist das etwa diese neue Musik?
M'tata, m'tata, m'tata. Sie sagt, es ist er. Die müssen Frau Gräfin sofort lernen. Wunderbar. Wir fangen gleich an. Ich zieh mich nur um. Warten Sie hier. Historische Bedeutung. Der Fürstentümer Reuß-Schleiz-Greiz sowie die erhabenen Traditionen des regierenden Hauses. Lassen die freudige Bereitschaft meines Souveräns angesichts der beglückenden Aufforderung an den... Die historische Bedeutung der Fürstentümer Reuß-Schleiz-Greiz sowie die erhabenen Traditionen des regierenden Hauses lassen die... Schließen Sie das Fenster! Jawohl. Herr Graf? Nun? Ich fürchte, Wien ist nichts für uns. Die historische Bedeutung der Fürstentümer Reuß-Schleiz-Greiz sowie die erhabene Tradition des Richters. Jean, machen Sie die Fensterläden zu. Die historische Bedeutung der Fürstentümer Reuß-Schleiz-Greiz sowie die erhabenen Traditionen des regierenden Hauses lassen die freudige Bereitschaft meines Souveräns angesichts der beglückenden Aufforderung. Herr Graf? Nun? Fürchte in verstärktem Maße, Wien ist nichts für uns. Ich fürchte fast dasselbe. Sehr wohl, Herr Graf. Die historische Bedeutung der Fürstentümer Reuß-Schleiz-Greiz sowie die erhabenen Traditionen des regierenden Hauses lassen die freudige Bereitschaft meines Souveräns an... Was ist denn nun schon wieder los? Man tanzt. Wer tanzt? Die Frau Gräfin. Es scheint, sie nimmt Tanzunterricht. Sehr schön. Als Frau Gräfin sind wirklich hochbegabt. Melanie, bitte, möchtest du mit deinen Exerzitien wenigstens nicht so lange warten, bis ich fort bin? Gern. Auf morgen, Meister. Sag einmal, mein Lieber, findest du es eigentlich richtig, mich vor fremden Menschen so zurechtzuweisen? Also bitte verzeih meine Gereiztheit, aber ich bin etwas nervös. Ich merke es. Ist ja auch kein Wunder. Hier in diesem Wien scheint aus jedem Mauseloch Musik herauszukommen. Ist das nicht herrlich? Ein normaler Mensch mit nur zwei Ohren hält es auf die Dauer nicht aus. Ich habe noch wenig Wiener mit mehr als zwei Ohren gesehen. Also ich finde diese unausgesetzte Lärmentwicklung grässlich. Ich finde sie himmlisch. Ich finde auch dieses Kleid im höchsten Grade unpassend. Ich finde es prachtvoll. Du kannst doch unmöglich so unter die Leute gehen. Warum denn nicht? Wir sind nicht mehr in Reuß, wir sind in Wien. Ja, aber beim Kongress. Und das ist eine sehr ernsthafte Angelegenheit. Da wird nämlich, verzeih das harte Wort, gearbeitet. Ach, du hältst also die Wiener für Faulenzer? Nein, für Tänzer. Jawohl. Wir tanzen gern. Und wir tanzen sogar bei der Arbeit. Das ist nämlich der Unterschied zwischen Reuß und Wien. Ihr arbeitet sogar beim Tanzen. Ich tanze überhaupt nicht. Ich weiß. Du tanzt nicht, du trinkst nicht. Du bist ein wahrer Auspund an Tugenden. Jawohl. Und ich lehne dieses gesamte wienerische Getue ab. Du liebst mich nicht mehr. Unsinn. Ich liebe dich. Aber ich kann von meiner Frau verlangen, dass sie sich auch als solche benimmt. Und nicht wie eine Dame vom Ballett. Und ich verlange von meinem Mann, dass er auch einer ist. Nicht nur ein Aktenschrank. Nimm das zurück. Was? Aktenschrank. Ich denke gar nicht daran. Du nimmst dir die Dame vom Ballett auch nicht zurück. Nein. Und das ist sogar noch ein sehr milder Ausdruck für diese mangelhafte Bekleidung und dieses sinnlose Gehopse. Das ist zu viel. Zum Walzer sagst du sinnloses Gehopse? Ich geh. Wohin? Aus dem Haus. Sprich keinen Unsinn. Ich mein's im Ernst. Bitte, dann geh. Ich geh wirklich. Geh wirklich. Adieu. Adieu. Knöpfe, wohin? Zum Wagen. Sein Glück, dass ich noch nicht ausgepackt habe. Ja, wo willst du denn hin? Weg, weg. Und wir fahren, Frau Gräfin. Wieso? Frau Gräfin, haben Sie selbst gesagt, ich gehe. Aber das war doch nur so gesagt. Ah, das ist nicht nur so gesagt. Das kann ich, jetzt dürfen wir nicht nachgeben, sonst sind wir die Lackierten. Verzeihung, ich meine, und sonst bekommt er Oberwasser. Der Herr Graf, bitte, wir fahren jetzt unbedingt. Aber um Himmels Willen, wohin denn? Nach Baden zu der Frau Fürstin dann. Morgen in der Früh kommt er ja sowieso wieder angerast, der Herr Graf, und holt sie reumütig zurück. Meinst du? Na, aber spätestens in der Früh, spätestens. Darauf können sich Frau Gräfin verlassen. Bitte, kommen, kommen, Frau Gräfin, wir fahren. Bitte. Guten Morgen, Herr Graf. Morgen. Ich hoffe, Herr Graf, haben gut geruht. Weshalb ist er nur ein Gedeck aufgelegt? Frau Gräfin ist doch abgereist. Abgereist wann? Gestern Abend. Mit Kammerdiener Knöpfchen und Gepäck. Ich dachte, Herr Graf wüssten. Wohin denn? Nach Baden zur Fürstin Tante. Lassen Sie sofort einspannen. Verzeihung. Das würde ich für den größten Fehler halten. Was? Nachzufahren. Wir dürfen jetzt um Himmels Willen keine Schwäche zeigen. Die Frau Gräfin wird ganz bestimmt von selber zurückkehren, wenn sie sieht, dass der Herr Graf stark bleiben. Außerdem möchte ich darauf aufmerksam machen, dass der Graf im Moment ja gar nicht fort können.
Ach ja, richtig. Fürst Metternich. Die historische Bedeutung der Fürstentümer Reuß-Schleiz-Greiz sowie die erhabenen Traditionen des regierenden Hauses lassen die freudige Bereitschaft meines Souveräns angesichts der beglückenden Aufforderung... Einen Moment, Graf Volkersherr. Aber, ich sehe Dinge längst nicht so tragisch. Europa ergibt sich doch dem Schicksal freudig und hoffnungsvoll. Etwas mehr Optimismus, meine Herren. Bitte. Die historische Bedeutung der Fürstentümer Reuß-Schleiz-Greiz sowie die erhabenen Traditionen des regierenden Hauses lassen die freudige Bereitschaft meines Souveräns angesichts der beglückenden Aufforderung bei den segensreichen Bemühungen des Kongresses maßgebend mitzuwirken. Eine Frage, lieber Graf. Tanzen Sie Walzer? Wie bitte? Ob Sie Walzer tanzen? Leider nein. Das ist sehr bedauerlich. Sie sollten das schleunigst nachholen, mein Lieber. Schade, ich hätte Sie so gut brauchen können. Eben höre ich nämlich, dass der junge Esterhazy sich beim Reiten den Fuß verstaucht hat. Und nun fehlt mir ein Tänzer für mein wichtigstes Schlussbild. Der Sieg des Walzers. Durchlauf. Ja, ich komme schon. Begleiten Sie mich, Graf. Aber Baroness, Sie müssen ein bisschen liebenswürdiger reinschauen, wenn man Ihnen die Europa glauben soll. Aber Fürst, das ist doch keine Rolle, allerweil auf dem hölzernen Ochsen herumsitzen. Das ist kein Ochs, das ist ein junger Stier. Ihretwegen, verehrte Europa, hat sich Jupiter in diese Gestalt verwandelt. Aus Liebe entführt er Sie, verstanden? Entschuldigen Sie mich, lieber Graf. Aber Sie sehen, meine schweren Pflichten rufen nicht. Meine Herren, der Delegierte von Reuß-Schleiz-Greiz. Nehmen Sie sich sein ein bisschen an. Sebenstein. Wolkersheim. Wimpfen. Wolkersheim. Potocki. Wolkersheim. Ah, darf ich Sie unseren verehrten Prinzen von Linne vorstellen? Graf Wolkersheim. Na, welche Rolle hat denn Ihnen unser großer Regisseur zugedacht? Noch keine, mein Fürst. Na, sind Sie denn nicht Delegierter? Wollen Sie nicht mitarbeiten? Doch, Fürst. Das heißt, ein wenig anders hatte ich mir mein André hier schon vorgestellt. Tja, mein Lieber, dieser Kongress tagt nicht. Er tanzt. Wir brauchen dringend Ihre Hilfe. Mit Vergnügen. Sie müssen sich unseres Freundes, des Grafen Wolkersheim, annehmen. Er muss in kürzester Zeit ein perfekter Walzertänzer sein. Es ist eine große Ehre, Herr Graf, Sie die Mysterien dieses schönen neuen Tanzes einweihen zu dürfen. Wann wollen wir mit der ersten Lektion beginnen? Tja, am besten gleich. Mit dem größten Vergnügen. Darf ich bitten, Herr Graf? Ich glaube, wir fangen sofort mit dem praktischen Unterricht an. Ich bin schon, Herr Graf. So. Gehen Sie bitte mit mir im Rhythmus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ausgezeichnet, ganz vorzüglich. Und jetzt bin ich die Dame und Sie müssen mich führen. Vergessen Sie aber ja nicht, sich immer zu drehen, ja? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rechter Fuß, linker Fuß. Exquisit, fabelhaft, wunderbar. Meister Landauer. Zum Herrn direkt. Komme gleich. Pardon, Herr Graf, entschuldigen Sie nur einen Augenblick. Bitte sehr. Eins, zwei, drei.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sind Sie mir nicht böse, Herr Graf, aber Sie stellen sich sehr batschert an. Batschert? Batschert? Das ist wohl eine Kritik des Missfallens an meinen tänzerischen Fähigkeiten. Aber gehen Sie, übersetzen das viel zu umständlich. Ganz einfach, Sie sind deutert. Aha. Beim Tanzen ist das Wichtigste die Haltung. Die Füße gehen dann von ganz allein. Kommen Sie, halten Sie mich einmal. Gern. Gestatten Graf Volker sein. Sehr erfreut, Liesel Stadler. Na, Sie halten mich also mit einem grausen Date vor mir. Aber keineswegs. Beim Walzer müssen Sie Dame auf alle Fälle halten, als ob Sie verliebt in Sie wären. Wie, wenn Sie sie gerade geküsst hätten. Na, nehmen Sie mich. Entschuldigen schon, Herr Graf. Haben Sie schon einmal geküsst? Aber gewiss doch, meine Gnädigste. Gewiss. Na, ich weiß nicht. Geben Sie mir ein Puzzle. Was schauen Sie da so? Geben Sie mir einen Kuss. Das war gar nichts. Kommen Sie her. Jetzt halten Sie mich einmal. Da, da. Na also, worum geht's denn jetzt? Bravo, bravo, Herr Graf. Ich sage ja, Sie sind ein äußerst begabter Schüler. Aber jetzt muss ich um Entschuldigung bitten, die Probe muss weitergehen. Schade. Aber wenn's wollen, über weiter. Heute Abend mit richtiger Musik beim Dommeier. Ja, gern. Sagen. Tanzen habe ich dir gelernt. Wie du dich anziehen sollst, habe ich dir gelernt. Küssen habe ich dir gelernt. Aber wenn du glaubst, dass ich dir das alles auch für andere beigebracht habe, dann täuschst du dich. Eifersüchtig? Ach, furchtbar. Wenn ich nur daran denke, dass du verheiratet bist, könnt ihr Laberl werden. Aber Liesel, meine Frau ist mir doch davongelaufen, bis heute nicht zurückgekommen. Am Ende kommt sie morgen. Das glaube ich nicht. Die ist genauso ein Bock wie ich. Sag, sie ist bildhübsch, nicht wahr? Sogar bildschön. Schind, komm tanzen. Was hast du denn? Du musst dich auf andere Gedanken bringen, sonst verliebst du dich wieder in deine Frau. Und ich dumme Gans hab nur angefangen damit. Merkt ihr eins, Schürl, mit deiner Frau habe ich mich abgefunden. Aber jeder anderen kratze die Augen auf. Heute, meine Nichte? Schlecht. Wieso? Sie grämt sich. Geschieht dir ganz recht. Warum hört sie auch auf ihre dummen Ratschläge? Aber bitte durchlacht sie. Es war mehr als dumm, meiner Nichte den Rat zu geben, ihrem Mann davonzulaufen. Mein Gott, was hätte man denn machen sollen? Klein beigeben? Und klein wäre auch wieder dumm gewesen. Einfach beigeben, aber mit Klugheit. Immer gibt der Gescheitere nach. Sehr richtig, Tante. Knapp, wir lassen Sie einspannen, wir fahren nach Wien. Bravo, mein Kind. Ja, wie schaust denn du aus? Fährst du zu einem Maskenball? Nein, zu Georg. In dem Aufzug? Ja, ich kehre zu ihm zurück. Und es wäre falsch, wenn ich als die wiederkäme, die ich war. Er liebt nun einmal alles Moderne und Extravagante nicht. Du meinst alles Wienerische? Also gut, wenn du es so nennen willst, alles Wienerische. Aber ich bin seine Frau und muss so sein, wie er mich wünscht. Die Männer lieben immer das Gegenteil von dem, was sie sich wünschen. Aber fahr nur, mein Kind. Und damit du nicht noch mehr Dummheiten machst, werde ich dich begleiten. Wir wollen keine Minute verlieren. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Du glaubst... Ich will noch nicht glauben. Ich will hoffen. Heute sind es genau 14 Tage und deinen Mann darf man nicht einen allein lassen. Aber Tante, Georg ist der bravste, der solideste Ehemann. Du kennst ihn nicht. Ich kenne die Männer. Das genügt. Tante,
Bin ich jetzt erschrocken. Was wollen's denn? Na, Anna, wollen wir heute Abend drangehen? Aber Herr Jean, wir können doch nicht schon wieder ausgehen. Was wird denn der Herr Graf dazu sagen? Das lassen Sie mich nur machen. Der hat heute Abend den großen Ball in der Burg. Können wir zwei ruhig in den Prater gehen? Dort ist nämlich eine riesen Remasuri. Herr Jean, wie Sie das so sagen? Mhm. Man könnte glauben, Sie sind ein echter Wiener. Nicht wahr? Grüße mich, Mädchen. Jö, Herr Jean, Sie sind ja eine richtige Hallodri. Hallodri? Scheint eine Schmeichelei zu sein. Zur Belohnung küsse ich dich. Jean, ich habe schon dreimal geklingelt. Pardon. Na, Jean, mir scheint, Wien ist doch etwas für uns. Meine ich auch, Herr Graf. Oh Gott, oh, habe ich einen Kater. Jean, wie ist das Programm für heute? Wo ist der Kalender? Wo sind die Akten? Ich finde heute nichts. Der Kalender ist hier. Herr Graf habe ihn mir heute Nacht zu Weihnachten geschenkt. Hm. Und die Akten? Auch. Damit sollte ich mein Zimmer tapezieren. Oh Gott, ich weiß von nichts mehr. Herr Graf waren sehr heiter. Ich erlaube Ihnen, angeheitert zu sein. Vielen Dank. Bitte. 9 Uhr Probe in der Hofreitschule Karussellreiten, Viertel nach 10 Levier und Frühstück bei der Gräfin Perigord. 11 Uhr das gleiche bei der Fürstin Bagration, um 11:30 Korse oder selbst Rendezvous mit der Gräfin Bernsdorf. Danach Imbiss im Palais Rasumowski, um 13:30 Mokka bei Gräfin Sitschi, 2 Uhr Bilderparty mit Graf Palfi, 3 Uhr Anprobe beim Schneider und um 3:30 Empfang des Herrn Hof- und Staatsministers Exzellenz von Ipsheim-Gindelbach aus Reuß. Oh Gott, den habe ich ja ganz vergessen. Es gibt ja Arbeit. Sogar richtige. Entsetzlich. Und wann habe ich ein Rendezvous mit dem Marcel Stadler? Um 4 zur Jause im Augarten. Es wird schwer klappen. Ich denke doch. Exzellenz kommt direkt von einer weiten Reise. Es wird sicher nur ein ganz kurzer Besuch. Hoffentlich. Und was gibt es heute noch an Unannehmlichkeit? Keine mehr, Herr Graf. Und um 8 Uhr ist dann der große Ball in der Hofburg. Wie schön. Herr Graf, dürfte ich vielleicht den heutigen Abend für mich verwenden? Schon wieder? Jean, bei Ihnen hat Wien ein wahres Wunder vollbracht. Danke, Herr Graf. Und wenn ich mir erlauben darf, das Kompliment zurückzugeben, Herr Graf, Sie sind ein richtiger Hallodri geworden. Ich danke Ihnen. Sie haben heute Abend frei. Und jetzt den Wagen, räumen Sie hier ab und bereiten Sie alles vor zum Empfang seiner Exzellenz um 3:30. Ich komme nun zu Punkt 68 meiner Fragen. Dem letzten, nicht dem unwesentlichsten, mein Lieber. Er steht natürlich in ursächlichem Zusammenhang mit dem Zweck meiner Reise. Wie wichtig und hervorstechend er ist, erkennen Sie aus der Plötzlichkeit meiner Fahrt und vor allem aus dem Umstande, dass ich selbst mich hierher bemüht habe und nicht etwa einen Kurier dazu bestimmte. Ja, noch kann, noch darf ich Sie nicht vollständig einweihen, mein lieber Graf. Bezähmen Sie daher Ihre verständliche Neugierde bis morgen. Großes steht für uns auf dem Spiel. Für heute nur so viel. Was will Bayern? Bayern? Nichts. Nichts, das ist gut, bravo. Erstaunlich, dass Sie in so kurzer Zeit hierüber schon ein klares Bild gewonnen haben. Sie sind offenbar der rechte Mann am rechten Platz. So, damit wären wir für heute am Ende unserer Besprechung. Aber bleiben wir sitzen, lieber Graf. Mit einem so tüchtigen Kollegen macht es mir Spaß, noch ein wenig privat zu plaudern. Sehr wohl, Exzellenz. Eine wirkliche Ehre. Ich nehme lebhaften Anteil auch am privaten Leben meiner Herren. Sie, lieber Graf, bedauere ich. Sie sind doch bestimmt höchst ungern in Wien. Sehr. Jawohl. Höchst. Das ist das richtige Wort, Exzellenz. Ich hatte ja leider noch keine Gelegenheit, in Reuß Ihrer Frau Gemahlin vorgestellt zu werden. Aber gerade für Sie, als junger Ehemann, muss es doch ein Opfer bedeuten, in dieser sittenlosen Stadt zu leben. Oh ja, das ist ein Gewalt. Na, dieses Wien war ja schon immer als Sündenbabel verschrien. Aber jetzt beim Kongress, da soll die Unmoral ja geradezu zum Himmel stinken. Man hört von skandalösen Zuständen. Es soll ja hier geradezu eine ortsübliche Einrichtung sein, dass Ehemänner sich nebenbei ein Verhältnis zulegen. Es gibt sogar eine besondere Vokabel dafür. Pusi, nennen Sie das. Ist das nicht ein starkes Stück? Wirklich stark, Exzellenz. Wirklich. Jean, wo ist der Graf? Die Moselle Stadler. Ist er zu Hause? Ja. Aha, und mit wem? Mit seiner Exzellenz Fürst Ipsheim-Gindelbach, Hof- und Staatsminister von Reuß-Schleiz-Kreiz. Dass Sie nicht ersticken an einer so langen Luke. Sie glauben mir nicht? Nicht ein Wort. Das ist ausgeschlossen, die Moselle. Gut, dann warte ich hier, bis Ihr Fürst Ipsilon-Grundelbach herauskommt. Bitte Sie inständig sehen. Bringen Sie eine Dame, macht nichts aus, wenn es lang dauert. Ich hab Zeit. Nichts verabscheue ich mehr als einen nicht vollständig einwandfreien Lebenswandel. Deshalb muss ich auch darauf bestehen. Verzeihung, Exzellenz. Bitte, bitte. Exzellenz, ich bitte mich einen Augenblick zu entschuldigen. Bitte.
ja, Liesel. Schau, sag doch bei den einen, so lange warten zu lassen. Seit fünf sitzt im Augarten wie auch mal natürlich. Aber Kind, ich hab doch eine Konferenz. Geh, dir glaube ich ebenso wenig wie deinem Herrn Jean, ihr zwei Lügenschippeln. Ich will jetzt wissen, wer da drin ist. Ich, verehrte Gräfin, ich freue mich unendlich als lebender Beweis dafür einstehen zu können, dass unseren lieben Grafen in diesem kleinen Ehestreit gar keine Schuld trifft. Liebe Graf, darf ich Sie bitten, Ihrer reizenden Gattin vorzustellen? Ja. Seine Exzellenz, Fürst Ich bin entzückt, gnädigste Gräfin. Ich nicht minder, Exzellenz. Ich bin komplettement Gruzzinese. Enchanté. Très enchanté. Gnädigste Gräfin, ich bin untröstlich, dass ich nur 24 Stunden in Wien bleiben kann, aber ich hoffe, Sie dennoch wiederzusehen. Jursi. Jetzt aber bitte ich mich zu beurlauben. Ich möchte in mein Hotel, ich muss doch den Reisestaub von meinen Stiefeln schütteln, lieber Graf. Ich bin hingerissen von Ihrer reizenden kleinen Frau. Gnädigste Gräfin, au revoir. Bon revoir. Oh. Na du, da haben wir ja noch einmal Glück gehabt. Wieso? Haben wir großartig gespielt? Na herrlich. Bist du jetzt beruhigt? Ja, schon. Das heißt, ganz noch nicht. Was ist denn nun schon wieder los? Immerhin, hast du mich aufsitzen lassen. Den ganzen Tag habe ich halt noch nichts von dir gehabt. Als Entschädigung bist du mir den heutigen Abend schuldig. Aber Liesel, heute Abend ist doch der große Ball in der Burg. Dann nimmst du mich eben mit? Aber geht's. Du, ich hab dich jetzt in der Hand. Wenn du nicht lieb zu mir bist, dann geh ich gleich zu dem alten Grauterer und sag, dass du geschwindelt hast, dass ich gar nicht deine Frau bin. Das ist Erpressung. Ich weiß. Du hast ja keine Ahnung, was ich alles im Stand wäre, um mit dir heute Abend in der Hofburg zu tanzen. Also, gut. Schon! Also dann, jetzt renne ich und ziehe mir mein schönstes Kleid an. Und, dass du es weißt, überlegen gibt's nicht. Solltest du absagen wollen, dann denk an diese kleine Hand. Da drin habe ich dich. Adieu, Bestie. Adieu, Lump. Und? Herr Graf, der Frack ist vorbereitet. Und Demoiselle Stadler wird nun des Öfteren als Frau Gräfin fungieren? Sind Sie verrückt? Nur vor seiner Exzellenz. Und Exzellenz fährt ja Gott sei Dank morgen wieder ab. Oh, da kann nichts passieren. Außerdem, meine Frau ist ja nicht in Wien. Gott sei Dank. Mann, Josef! Anni, was ist denn das für eine Begrüßung? Küsse Hand, du, ich lauf. Küss die Hand. Und wie schaust denn du aus? Bitte, der Herr Graf hat mir für heute ausnahmsweise Urlaub gegeben. So, na schön. Aber zuerst hilft uns beim Umkleiden. Ui, Jäger. Küss die Hand. Küss die Hand. Ihr habt wohl geglaubt, wir kommen überhaupt nicht mehr zurück. Nein. Das heißt ja, nur so plötzlich. Oh. Mir scheint, die halten uns hier für Gespenster. Was meinen Sie, Knöpfe? Ja, ich habe den Eindruck, wir kommen hier sehr ungelegen. Jean, wo ist der Herr Graf? Jean, ich halte es für richtig, dass Sie uns anmelden. Sonst fällt am Ende dein Mann bei unserem Anblick in Ohnmacht. Sonderbar das alles. Wenn ich mir erlauben darf, gar nicht sonderbar, eher verdächtig. Und sogar sehr verdächtig. Aber Knöpfe, was Sie gleich wiederfinden, wir kommen doch wirklich überraschend. Ja, deshalb braucht einen doch nicht gleich der Schlag zu treffen, wie die alle hier. Aber geht. Das Gesicht von diesem Jean, das war ja das typisch schlechte Gewissen. Warum soll er denn ein schlechtes Gewissen haben? Das weiß ich noch nicht, aber das werde ich schon auch herauskriegen. Jean, jetzt gibt's nur eins. Sie müssen schleunigst zu Demoiselle Stadler und ihr absagen. Davon würde ich dringend abraten. Warum? Denk an diese kleine Hand. Hm. Ich würde auf alle Fälle den Ball mit Fräulein Stadler besuchen. Der ist imstande und geht nicht nur zu seiner Exzellenz, sondern kommt auch noch mal hierher ins Haus. Oh Gott, Herr Graf, müssen jetzt hinunter. Oh ja. Er kommt. Haltung, mein Kind. Dein Herzklopfen hört man ja bis daher. Ist die Melanie, ich bitte um Entschuldigung. Guten Tag, Georg. Das macht gar nichts. Ich weiß ja, es ist jetzt bald deine Zeit, zu Bett zu gehen. Liebste Tante, darf ich dir meinen Gemahl vorstellen? Ich freue mich, lieber Neffe.
Betrachte das aber vorläufig als reine Artigkeit. Ob ich mich wirklich freuen werde, hängt ganz von dir ab. Ich werde bestrebt sein, Ihr Wohlwollen, verehrte Tante, zu gewinnen. Ich erlaube dir, mich zu duzen. Ich werde bestrebt sein, dein Wohlwollen, verehrte Tante, zu gewinnen. Gut so, setzt euch, Kinder. Ich lasse euch jetzt allein. Nein, 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 du störst nicht im geringsten, liebe Tante. Das war sehr artig, mein Lieber. Aber ihr habt euch sicher allerlei zu sagen und das stört ein Dritter immer. Hast du schöne Tage in Baden gehabt? Ich danke dir. Es ging. Und du? Danke. Es ging auch. Viel Arbeit? Oh, entsetzlich, rasend, furchtbar. Ich glaube dir. Darf ich fragen, was dich bewogen hat, so plötzlich zurückzukommen? Ich meine, endlich zurückzukommen. Die Einsicht, Georg. Ich habe eingesehen, dass ich als deine Frau so sein muss, wie du es haben willst. Das ist schön, Melanie. Wir werden von jetzt ab ein Leben führen, ganz wie es dir behagt. Ich werde mich bemühen, dir eine Stütze zu sein in deinem schweren Beruf. Das ist sehr schön von dir, liebe Melanie. Jean, bring sie Portwein. Du trinkst doch ein Glas mit mir. Nein, keinen Alkohol. Aber seit wann trinkst denn du? Ich wollte nur deinetwegen. Ich trinke nie. Jean, Sie sollten etwas tun gegen Ihre Erkältung. Einen warmen Schrumpf um den Hals und mit Salbeitee gurgeln. Sofort, Frau Gräfin. Erst bringen Sie mir ein Glas Wasser. Sehr wohl, Frau Gräfin. Ja, ich habe in den letzten Wochen vieles einsehen gelernt. Wie schön es ist, früh zu Bett zu gehen, dass man vom Wein nur einen schweren Kopf bekommt. Da hast du recht, mein Kind. Ach, da hast du sehr recht. Melli? Ich glaube, du hältst deinen Mann auf. Ich finde da eben eine Einladung für mich. Das ist ja der große Ball in der Burg. Da müsst ihr doch sicher auch hin. Müssen wir denn da hingehen, Liebster? Nein, nein. Nicht unbedingt. Ich dachte nur, du müsstest vielleicht beruflich. Keineswegs. So weit gehen meine Pflichten nicht. Eben. Ich kenne ja deine Abneigung gegen diese Art von lauten Festivitäten. Wir bleiben hübsch zu Hause, du wirst noch etwas arbeiten und ich werde lesen. Also, zu Haus bleiben kann ich leider auch nicht. Stell dir vor, ich muss sogar gleich weg. Ich habe noch eine wichtige Konferenz. Unser Hof- und Staatsminister, Exzellenz Ipsheim-Ginselbach, ist plötzlich angekommen und bleibt nur bis morgen. Du Ärmster, sogar in der Nacht musst du arbeiten? Wie schrecklich. Also dann auf morgen, Liebste. Ich werde sicher schon schlafen, wenn du heimkommst. Sicher. Gute Nacht und schlaf gut. Gute Nacht, Georg. Bist du zufrieden mit mir? Ich bin sehr zufrieden mit dir. Siehst du, er ist sehr zufrieden mit mir. Wie gefällt er dir, Tante? Ausgezeichnet. Ich bin aufs Angenehmste überrascht. Nur halte ich ihn für ein ausgesprochen stilles Wasser. Oh nein, Tante. Georg ist ein stilles Wasser, aber rein und klar bis auf den Grund. Bist du davon überzeugt? Restlos. Na schön. Dann gute Nacht. Ich gehe. Wohin? Na umziehen. Umziehen? Na ja, für einen Ball. Der Metternich hat mir eine Einladung geschickt. Ich gehe. Ich bin ja nicht mit einem Reißen verheiratet. Heute sollen wir schlafen gehen, wo es den größten Ball des ganzen Kongresses gibt. Alle Monarchen und Souveräne von Europa werden da sein. Die schönsten Frauen, die elegantesten Kavaliere. 5 Orchester spielen zum Tanz auf. 10.000 Kerzen brennen über fröhlichen Menschen, die sich im Walzer drehen. Hör auf, ich kann's nicht hören. Warum denn? Du gehst doch gern schlafen. Aber nein. Ach so. Kein Auge werde ich zumachen. Sag mir doch, was ich machen soll. Hingehen. Jesus, mir verschlagt's die Rede. Das macht gar nichts. Komm und zieh dich an. Aber wenn das Georg erfährt. Der arbeitet doch so fleißig. Wenn mich aber dort jemand erkennt. Wer soll dich denn erkennen? Als halbes Kind bist du fort von Wien und kaum warst du zurück, bist schon wieder davongelaufen. Ja, aber wie komme ich denn hinein? Mit mir, als meine Nichte. Ab morgen hast du Zeit genug, dich aus Gräfin Wolkersheim zu verleugnen. Halt sei noch einmal, was du bist, eine echte Wienerin. Tanz dich aus, dass die Fetzen fliegen.
Wer ist denn diese Dame dort? Eine Ahnung, königliche Hoheit. Zauber. Ach, Tante, ich bin dir ja so dankbar. Es ist wunderschön. Ha? Habe ich dir zu viel versprochen? Nein. Nur, mein armer George. Er arbeitet und ich amüsiere mich. Ich bin wirklich eine schlechte Frau. Da ist er. Wer? Der arme George. Er arbeitet wirklich angestrengt. Wo? Und da kommt er mit einer reizenden Blondine. Willst du denn hin? Nach Haus. Jetzt? Wo es anfängt, amüsant zu werden? Das wäre deine größte Dummheit. Komm. Hatten Sie gesehen? Bin ja nicht blind. So ein Heuchler. Hier spielt er den geplagten Diplomaten vor. Ich lass mich scheiden. Aha. Also du liebst ihn nicht mehr. Aber ja, ja. Leider. Dann ist ja alles in bester Ordnung. Freu dich doch! Freuen? Ja, natürlich! Denn jetzt ist er so, wie du ihn im Grund haben willst. Und du brauchst dich nicht mehr zu verstellen. Sogar tanzen kann er. Und wie? Aber miteinander! Aber das ist doch kein Unglück. Höchstens ein kleiner Unfall. Ob er gefährlich ist, das musst du natürlich erst herauskriegen. Ich? So selbstverständlich, wer denn sonst? Ja, aber wie soll ich denn das machen? Ganz einfach. Du suchst dir einen feschen Kavalier, tanzt, bist vergnügt, er wird dich sehen und wenn er dann zerspringt, ist alles gut. Wenn er aber nicht zerspringt, mein Kind, das liegt an dir. Na ja gut, nur woher nehme ich denn den Kavalier? Verzeihung, von 30, Adjutant seiner königlichen Hoheit des Kronprinzen Ludwig von Bayern. Seine königliche Hoheit bittet um die Ehre, vorgestellt zu werden. Gratuliere dir, mein Kind. Er ist der eleganteste Kavalier und der charmanteste Kronprinz, über den Europa zurzeit verfügt. Adieu und amüsiert dich gut. Du kannst mich doch jetzt nicht allein lassen. Ich lass dich sogar ganz bestimmt allein. Jetzt brauchst du mich nicht mehr. Außerdem, auf mich ist seine königliche Hoheit bestimmt nicht neugierig. Meine Nächste, dürfte ich um Ihren Namen bitten? Gräfin Woltersheim. Seine königliche Hoheit, der Kronprinz von Bayern. Gräfin Woltersheim. Verehrte Gräfin, ich bin entzückt. Sie würden mir eine große Freude bereiten, wenn Sie an meinem Tisch Platz nehmen würden. Gern, königliche Hoheit. Dass ich noch einmal in der Hofburg mit dir tanzen würde, das habe ich mir nicht träumen lassen. Also ehrlich gesagt, mir gefällt es beim Domeier viel besser. Okay, das haben wir doch alle da. Da sind wir viel ungestörter. Hier kümmert sich auch kein Mensch um uns. Gott sei Dank. Ja, gnädigste Gräfin, das ist eine Überraschung. Ich bin zutiefst entzückt, Sie hier zu treffen. Ganz meinerseits, Exzellenz. Ich bin enchanté. Sehr verständlich von Ihnen, mein lieber Wolkersheim, heute Abend hierher zu kommen. Sehr verständlich. Exzellenz, ich dachte, ich wollte... Verstehe, verstehe. Ebenso pflichteifrig als Ehemann wie als Diplomat. Ich hatte schon den ganzen Abend so ein unbestimmtes Gefühl, als würde ich heute noch etwas ganz besonders Hübsches erleben. Teuerste Gräfin. Oh. Wer ist das? Gräfin? Das ist doch die kleine Stadler vom Kärntner Dorftheater. Ja, wann hat er denn die geheiratet? Wahrscheinlich für heute Abend. Wenn gnädig sich eines armen Junggesellen erbarmen möchten, so wäre ich überglücklich und stolz, mich Ihnen später noch ein wenig anschließen zu dürfen. Sie dürfen, Exzellenz, Sie dürfen gern. Tausend Dank. Jetzt müssen Sie mich ein Viertelstündchen entschuldigen. Staatspflichten rufen. Also auf später. Da hast du es. Was denn? Dass der hierher kommt. Komm, Liesel, wir gehen. Jetzt, wo es gerade hübsch wird. Aber Liesel, mir wird der Boden zu heiß. Schau schon, dann komme ich schon wieder mal auf den Hofball. Aber das musst du doch einsehen, es gibt einen riesen Palawatsch. Okay, das ist der Gespenster. Wenn der hier herum erzählt, dass ich mit meiner Frau hier bin. Aber was, morgen fährt er eh wieder weg. Und überhaupt, jetzt möchte ich was essen. Also, verehrte Gräfin, Sie ahnen gar nicht, wie glücklich ich bin, dass Sie eingewilligt haben, mein Gast zu sein. Gewiss, ich bin auch sehr glücklich, königliche Hoheit. Hm.
Gnädigste Gräfin, sind ganz allein hier? Ja, das heißt, nein. Ich bin mit meiner Tante hier. Ihr Herr Gemahl ist nicht auf dem Ball? Nein, das heißt, ja. Wieso? Sie wissen das nicht genau? Doch, doch, natürlich. Verzeihung, ich habe das nicht gewusst. Ich werde selbstverständlich sofort Auftrag geben und ihn ebenfalls herbitten lassen. Nein, königliche Hoheit, bitte nicht. Warum sehen Sie mich denn so misstrauisch an? Ja, wenn ich es offen sagen darf, aber ich glaube, hier stimmt etwas nicht. Ich bewundere Ihren Scharfblick, königliche Hoheit. Es stimmt. Hier stimmt wirklich etwas nicht. Mein Mann weiß nämlich nicht, dass ich hier bin. Ich wollte ihn überraschen. Hat königliche Hoheit schon die Wahl getroffen? Er hat. Ah, wer ist denn heute die glückliche Favoritin? Eine reizende Person, Gräfin Wolkersheim. Reizende Person, stimmt. Gräfin weniger. Was? Das ist ja toll. Ich denke mit Schrecken daran, dass dieser wunderbare Kongress auch einmal ein Ende haben wird. Aber Sie hören mir ja gar nicht zu, verehrte Gräfin. Doch, doch. Königliche Hoheit sprachen von Politik. Aber gar keine Spur. Ich sprach von der Kunst und den vielen anderen schönen Dingen hier in Wien. Aha. Königliche Hoheit, eine wichtige Mitteilung. Wirklich wichtig? Äußerst wichtig und streng vertraulich. Ja, dann bitte ich einen Augenblick um Entschuldigung, verehrte Gräfin. Ich bitte untertänigst um Vergebung wegen dieses peinlichen Versehens. Das ist ja wunderbar. Wie bitte? Herrlich ist das. Ich danke Ihnen, mein Lieber. Gewiss, natürlich. Hoffentlich haben Sie keine schlechten Nachrichten erhalten, königliche Hoheit. Ganz im Gegenteil. Jetzt weiß ich endlich, wer Sie sind. Wie? Ja, ich habe gleich gespürt, dass da irgendwas nicht stimmt. Wusste bloß nicht was. Und jetzt wissen Sie es. Alles. Ich weiß, dass Sie eine Künstlerin sind und Liesel Stadler heißen. Liesel. Stadler. Ich weiß noch mehr, dass Sie wohl mit dem Grafen Wolkersheim auf den Ball gekommen sind, aber verheiratet sind Sie nicht mit ihm. So. Das ist ja sehr interessant. Jetzt sind Sie wohl sehr enttäuscht, königliche Hoheit. Ja, aber nur angenehm. Jetzt kann ich Ihnen endlich offen sagen, wie bezaubert ich Sie finde. Ach so. Und wegen des kleinen Schwindels waren Sie auch so nervös, nicht wahr? Aber jetzt sind Sie es nicht mehr. Doch, königliche Hoheit. Noch immer? Ja, was kann es denn noch sein? Ah, kann's mir schon denken. Die wirkliche Gräfin Wolkersheim ist auch auf dem Ball, ja? Sie haben es erraten. Deshalb brauchen Sie doch keine Angst zu haben. Jetzt stehen Sie unter meinem Schutz. Wissen Sie was? Wir laden einfach den Grafen mit seiner Frau hierher in unsere Loge. Sie werden sehen, das wird doch urgemütlich. Reise! Sie haben recht, königliche Hoheit. Das wird bestimmt urgemütlich. Ihre Besorgnisse sind ganz unnötig, Exzellenz. Der Kongress behält selbstverständlich auf die Interessen der kleinen Staaten wohlwollend im Auge. Ich bin stolz und glücklich, das aus Ihrem Munde zu hören, Durchlauf. Du Wien ist treu, hier durch einen jungen, eifrigen Diplomaten ausgezeichnet vertreten. Durchlauf, spiel dann auf den Grafen Wolkersheim. Ganz recht. Ich werde den Herrn auf dem Laufenden halten. Vielen Dank, Durchlauf. Sie sprachen da eben von dem Grafen Wolkersheim. Ja, wir sprachen von ihm. Nee, Sie kennen ihn? Nicht genau. Ein tüchtiger Diplomat, wie ich höre. Ein erfurstlichen tüchtiger Diplomat, gnädigste. So, so. Ist er heute Abend auch hier? Ja, mit seiner Gattin, seiner reizenden jungen Frau. Ach, die würde ich aber gerne kennenlernen. Bitte, mein gnädiges Dank. Machen Sie sich keine Mühe. Promenieren wir lieber ein bisschen. Bitte. Jetzt ist aber genug. Mann, das muss ich noch versuchen. Gut, kenne ich nicht. Probier du. Lachs. Brav, esse ich nicht gern. Also jetzt komm aber her. Moment, ja? Einen Schluck nachtrinken. Prost, Tür. Tja, das deckt ja unser junger Freund. Und das trifft sich ausgezeichnet, mein lieber Wolkersheim. Sie sollen hier eine alte Bekanntschaft erneuern. Guten Abend, lieber Graf. Sie erinnern sich doch meiner. Gewiss, gewiss. Viel zu tun auf so einem Kongress. Tagsüber und dann die anstrengende Nachtarbeit. Ach, das ist also die reizende junge Gräfin. Na, wollen Sie uns nicht bekannt machen? Gewiss. Gräfin Wolkersheim ist das Stolz und die Zierde unseres Hofes. Wie Schmeichler. Ich verstehe Ihre Begeisterung durchaus, Exzellenz. Fühlen Sie sich wohl in Wien, Gräfin? Ich bin ja Wienerin. Was Sie nicht sagen. Hallo, Graf Wolkersheim? Ja? Von Dreising, Adjutant des Kronprinzen von Bayern. Seine königliche Hoheit würde sich glücklich schätzen, Sie und die verehrte Frau Gräfin an seinem Tisch begrüßen zu können. Unmöglich. Ich meine, ich muss leider bitten, uns zu entschuldigen.
Gestatten Sie einen Augenblick. Pardon. Geistesgestört den Kronprinzen vor den Kopf zu stoßen? Diese Einladung kann für euch von höchster Wichtigkeit sein. Nervös, liebste Gräfin. Ein bisschen. Ja, man soupiert auch nicht jeden Abend mit einem zukünftigen Monarchen. Gott sei Dank. Ich befehle Ihnen, dienstlich hinzugehen und am Morgen darüber genauestens Bericht zu erstatten. Graf Wolkersheim nimmt selbstverständlich mit Dank an. Darf Sie zum Tisch seiner Königin Hoheit führen, Gräfin? Recht viel Vergnügen. Merci bon, au revoir. Charmantes Persönchen, die kleine Gräfin, nicht wahr? Eine sehr aparte Erscheinung, ohne Zweifel. Graf und Gräfin Wolkersheim. Ah, charmant. Ich freue mich, lieber Graf, dass Sie mir mit Ihrer Gattin das Vergnügen machen. Die Damen kennen einander noch nicht. Verehrte Gräfin, darf ich Ihnen Fräulein Liesel Stadler vorstellen? Ich freue mich. Und ich erst. Ein Glas Champagner, lieber Graf. Wenn ich betreffe die Königliche Hoheit. Die große Française, die dürfen wir auf keinen Fall versäumen. Und außerdem ein bisschen Bewegung, das lockert auf. Wie kommst du hierher? Ganz zufällig mit der Tante. Und du? Auch. Ach, auch mit der Tante. Sie sind Künstlerin? Gewiss, Gräfin. Sie spielt Theater? Mit Passion. Gnädigste Leben ständig in Reus? Jawohl, ständig in Reus. Nur manchmal verreisen wir. Der Beruf meines Mannes zwingt uns dazu. Ich habe sie leider noch niemals auf der Bühne bemerkt. Kein Wunder, ich spiele auf der Bühne nur ganz kleine Rollen. Lass diesen Unsinn. Unsinn? Das ist doch eine Riesenhit. Du bist mir noch eine Erklärung schuldig. So? Ich verlange ja auch keine von dir. Euer Stadler heißt es schon lange Stadler. Wieso? Ich meine, ist das nicht dein Künstlername? Nein. Wenn schon, dann hätte ich mir einen besseren gewählt. Keinen so gewöhnlich. Der Marcel Stadler ist 13, nicht wahr, Gräfin? Finden Sie königliche Hoheit? Urwüchsig. Also, ich finde sie ein bisschen ordinär. Gräfin sind schon lange Gräfin, wie meine? Ich meine schon lange verheiratet. Gewiss. Gräfin sind eine geborene Reiserin. Von Herrn Nahe? Mir gänzlich unbekannt. Nach Wien. Nach der Française eine Viennoise. Bestellen Sie doch ein schönes Wiener Lied. Zu Befehl, Königin Hohe. Und vielleicht ist unsere Künstlerin so charmant, etwas zum Besten zu geben. Bravo, eine wunderbare Idee, Gräfin. Ach, bitte. Aber ich habe doch noch nie vor so vielen Leuten gesungen. Wieso? Nee, ich meine natürlich außerhalb des Theaters. Dann machen Sie eben mir zuliebe einmal eine Ausnahme, ja? Gut. Aber Sie müssen mir sekundieren, Gräfin. Ich? Ja, aber woher wissen Sie denn, dass ich singen kann? Ich nehme es an. Warum soll eine Gräfin nicht singen können? Ja. Ja, das ist Wien. Haben Sie denn Wien so gern, Königliche Hoheit? Ein Glück, dass München so weit entfernt ist, sonst käme ich jede Woche hierher. Sie sind auch Wienerin, verehrte Gräfin? Ich? Wieso fragen, Königliche Hoheit? Sieht man ihr denn das nicht an? Man sagt doch, das Wiener Blut lässt sich nicht verleugnen. Sicher nicht. Aber woran erkennt man eigentlich eine Wienerin sofort? Auf den ersten Blick. Sofort? Na, an der Aussprache. Und auf den zweiten Blick, wann sie anfangen zum Zappeln. Zum Zappeln? Was ist denn das? Ja, wie soll ich Ihnen das erklären? Königliche Hoheit können zum Beispiel bei diesem Walzer ruhig sitzen bleiben. Und der Graf Wolkersheim, der sich ja schon sehr akklimatisiert hat, zur Not auch.
Aber die da, schauen Sie nicht die an, die Gräfin, die zappelt schon. In der wurzelt's genau wie bei mir. Ich kann kaum mehr ruhig sitzen. Das ist eben das Wiener Blut. Wiener Blut, Feuerschwung, voller Schmiss, voller Blut. Wiener Blut, unser Herz und Gemüt in dir ruht. Unser Will liegt darin, mit dem blühenden Strauß Melodie. Schon glaubt fast, es ist vorbei. Doch's Wiener Blut macht schnell wieder gut, man fängt zu einander und reicht sich die Hand. Schamlos, wie du mit dem Kronprinzen kokettierst. Du vergisst ganz, dass du meinen Namen trägst. Irrtum. Die Dame, die heute Abend deinen Namen trägt, tanzt da drüben mit dem Kronprinz. Also du gehst auf der Stelle mit mir nach Haus. Aber Georg, du kannst doch deine Frau nicht so kompromittieren und mit mir weggehen. Schön, dann gehe ich allein. Aber ich warte auf dich, bis du kommst. Ich fürchte, du wirst sehr lang warten müssen. Changez les dames. Sei mir nicht böse, Liesel. Aber ich gehe nach Haus. Joel, warum denn? Jetzt wird's doch erst richtig für dich. Du, ich finde die Person reizend. Ich auch. Habe ich schon bemerkt, du Strick. Aber da täuschst du dich, wenn du glaubst, du kannst mit der... Ich denke, du bist nicht eifersüchtig. Nur bei deiner Frau. Und du sitzt ja im Bad. Leider sitzt sie nicht. Sondern? Dort drüben tanzt sie. Mit dem Kronprinzen von Bayern.
dich trifft. Der Schlag. Sie will mich nur langschauen, mein Anschlag. Trifft er mich wirklich? Der Schlag. Herr Kneffi, will du den Abend ausnützen? Was heißt, ich will? Ich will. Ernst, hast du keinen Rhythmus? Auf, mein Grätsch. Ach, der Herr Knöpfchen. Ja. Sie haben mir gerade nur gefälscht. Mir scheint, ich habe Ihr gestörtes Kreuz ausgelöst. Was machen Sie denn hier im Prater? Und mit der Zilli? Du denkst doch, Herr Schaum, wir tanzen. Ja, seit wann huldigen Sie denn der Psychore? Sie, Herr Schaum, beleidigen lasse ich mich nicht. Gänse, der Lampe, das ist doch eine Muse. Und jawohl, ich huldige. Aber einer anderen Muse, nämlich der Nemesis. Und ich werde in Kürze den Schleier von ihren Doppellebnissen herunterreißen. Von dem ihrigen und von dem sauberen Herrn Grafen. Ach, deshalb sind Sie hier. Das ist der Preis dafür, dass Sie in den Prater ausgeführt werden. Sie sollen ausplaudern. Herr Schau, ich hab da noch gar nichts gesagt. Ich werde schon beim Grafen dafür sorgen, dass Sie... Gar nichts werden Sie. Sie werden nur staunen. Und der Herr Graf auch, wenn ich morgen früh auspacken werde von seiner anstrengenden Tätigkeit beim Fräulein Stadler. Sie wissen, dass Sie damit eine Ehe zerstören. Das ist mir wurscht. Meine Kontest lasse ich nicht so behandeln. So nicht Ihr Ernst, lieber Knöpfel. Erstens, Herr Knöpfel. Und dann, zweitens, strengen Sie mich gar nicht an. Nicht? Mich werden Sie nicht um den Finger wickeln. Sie nicht. Ui, mein Kreuz. Pardon? Der Tisch ist reserviert. Verzeihung, aber Sie sehen ja, mein Freund ist plötzlich krank. Also das Wort Freund ist reichlich übertrieben. Wir zwei können nie Freunde werden. Nie. Wo ist dann? Geh mal. Werden Sie nicht komisch, junger Mann. Ich wiederhole, der Tisch ist reserviert. Mag sein, aber die Stühle sind frei. Kellner, bringen Sie Wein. Servieren Sie auf dem Stuhl. Sieh mir fix, jetzt kriege ich langsam einen Zuhren. Der Herr hat vollkommen recht. So benimmt man sich nicht. Jawohl. So benimmt sich Hexen sein Lackei. Jui. Sie, was haben Sie gesagt? Mit Ihnen habe ich nicht geredet. Aber ich mit Ihnen? Sie werden den Herrn sofort um Entschuldigung bitten. Mir scheint, der hat narische Schwammerl gefressen. Ich esse keine Schwammerl. Schwimm Himmel und... Aber seien Sie doch friedlich, lieber Knöpfchen. Ist doch meine Angelegenheit. Ohne Himmel, lieber Herr Schaar. Und dieser Mann hat uns in unserer Berufsehre angetastet. Und der hat uns beide beleidigt. Drum kriegt er jetzt Zellfloschen. Von Ihnen? Sie Zwerg, Sie holen mir die Portion. Was? Gut, fein. Jetzt wird Kraft. Das hab ich gern. Du Schusserlabel, du Zahntäpsch. Was bin ich? Du Flohbein, du Gescheiter da. Doch, Fräte. Du Zwergratler, du Grapper da. Ui, na wo? Du vertrauter Nudelwolke, du Grippenspiel, du Zahnsechs. Gehen's, ja schon. Machen Sie dir auf. Bitte sehr. Geh mal. Was? Mir bist du ausgeschmissen? Putzte. Du verbogener Schöpfleffe. Trate. Wir gehen dir an die Tasche. Komm schon her. Ich hab ihn. Bahnfrei! Angenehme Ruhe! Also, Herr Knöpfe, Sie sind ein Held. Das war herrlich. Naja, also, wenn ich mich nicht so zurückhäuse, zerreiße ich ihn mir. Herr Kollege, meine Bewunderung. Noch dazu, wo Sie ein gestörtes Kreuz haben. Bravo! Auf! Begriff! Die Ärmste. Es tut mir aber wirklich leid. Einen Augenblick. Die Medizin kommt gleich. Kellner, eine Flasche Shampoos. Geht's und verkauft mein Gott, ich bin im Himmel, wand gegen Bienen, werden rische Lieren. Geht und verkauft mein Gott, ich bin im Himmel, kommt schon herauf, aber wird's mich nicht auf. Servus, Charlie. Servus, Herr Knöpfel. Du kannst es ruhig Knöpfel zu mir sagen. Also Brustknöpfel. Nicht Brustknöpfel. Du musst sagen, Brust, Pause, Knöpfel. Aha. Brust, Pause, Knöpfel. Du,
jetzt, wo wir zwei uns versöhnt haben, müssten wir doch eigentlich auch unsere Herrschaft versöhnen. Die Frau Gräfin und den Herrn Grafen. Das ist eine wunderbare Idee. Aber wie könnte man die Ehe leiten? Na ja, wie? Zuerst einmal diese Stadlerische, die muss weg. Und die werden wir beseitigen. Und die müssen wir... Umbringen? Nur um umbringen, geht's. Das ist ja zu blöd. Schlafen Sie weiter. Du, Jean, ja. Man müsste sie aus dem Herzen von dem Grafen herausreißen. Nee, aber wie? Guten Abend, Meister. Guten Abend. Wer war denn das? Ist der Dachfinger. Kenn ich nicht. Den kennst du nicht? Ja. Der berühmteste Miniaturmaler von ganz Wien. Aha. Ha! Ich hab ihn. Wen? Den Leim. Wieso? Den Leim für diese Ehe. Wieso, wo hast du denn so plötzlich hergenommen? Von diesem Herrn Daffinger. Ja. Und was ist der Leim? Eifersucht. Man muss den Herrn Grafen eifersüchtig machen, damit er die Stadler vergisst. Eifersüchtig machen? Auf wen? Ja, auf den Nebenbuhler bei seiner Frau. Das nicht. Natürlich gibt es den nicht. Da müssen wir beide eben erst einen erfinden. Aha. Ja, nun, das soll der Daffinger sein. Falsch. Hör genau zu. Bei Meister Daffinger muss eine hochgestellte, aber anonyme Persönlichkeit ein Bild der Frau Gräfin bestellen. Wenn das der Graf erfährt, wird er vor Eifersucht schäumen. Und wer ist denn dann diese anonyme Persönlichkeit, diese hochgestellte? Ich und du wirst mein Sekretär sein. Auf zu Meister Daffinger. Bitte eine Speisekarten. Ich habe gleich ein Papier zum Zeichnen mitgebracht, Herr von Daffinger. Die Speisekarten braucht man nämlich noch. Verzeihung, habe ich die Ehre mit Herrn von Daffinger? Ja, wer bin ich? Verzeihung, sind wir hier ungestört? Könnte man etwas ganz Vertrauliches plauschen? Aber natürlich, bitte. Ich komme nämlich von einer sehr hochstehenden Persönlichkeit, die aber nicht gerne gesehen werden möchte und absolut anonym bleiben will. Also das ist sehr interessant, aber ich verstehe nicht, was das... Pardon. Streng vertraulich. Und es handelt sich um einen Auftrag, um einen größeren Auftrag. Ach, Sie wollen ein Bild bei mir bestellen. So ist es. Das heißt, nicht ich, sondern diese hochstehende und die hoch anonyme Persönlichkeit. Bitte, ich stehe zu Ihren Diensten. Soll ich gleich mit Ihnen Nein, kommen? Nein, ich habe Sie ja mitgebracht, die Person. Hoheit, die Luft ist rein. grüß Gott, mein Lieber. Hoheit, darf ich bitten, Platz zu Danke, nehmen? Danke, bitte. Mein Sekretär hat Sie wohl bereits informiert. Ich möchte eine Porträtminiatur von der schönen Gräfin Wolkersheim, Herrengasse 8. Bin bereit, Hoheit, und wann soll ich damit beginnen? Gleich. Schweigt er? So bald als möglich. Und was verlangt der Meister dafür? Im Allgemeinen 500 Gulden. Gut, gut. Die Frau Gräfin darf allerdings unter keinen Umständen erfahren, wer das Bild bestellt hat. Um Ihnen Ihr Schweigen zu erleichtern, verschweige ich Ihnen meinen Namen. Ich verstehe, Hoheit. In ein paar Tagen wird mein Sekretär... ja, ich bin so ja, damit haben Sie mich ja vollkommen durcheinander gebracht. Wo waren wir denn stehen geblieben? Beim Sekretär. So ist es. Richtig. Mein Sekretär das Bild bei Ihnen abholen und bei dieser Gelegenheit Ihnen auch sagen, wohin Sie die Rechnung schicken können. Bitte. Ich werde gleich morgen Vormittag mein Glück versuchen. Bon, bon und au revoir. Joas? Ja, und wenn er sich noch einmal erlauben sollte, ungefragt dazwischen zu sprechen, dann schmeiß ich ihn hinaus. Verstanden? Hoheit! Schon wieder? Bitte, Hoheit, haben wir einen Hut? Was? Und Hoheit, haben wir einen Hut auf. Ach so. Bitte. Du, ja? Wenn du mich noch einmal so anschreist, dann spiele ich nicht mehr mit. Ja, aber Knöpfchen, ich musste dich doch anschreien, wenn du mir als hochgestellte Persönlichkeit immer dazwischen redest. Nein. Komm her, du musst jetzt Blumen besorgen für die Gräfin, komm. Nein, ich spiele nicht mehr mit. Aber denn du warst roh zu mir. Aber Knöpfchen, komm her, wir trinken jetzt eine Flasche Wein, dann gehen wir nach Hause, es wird sowieso höchste Zeit. Ja, komm. Ja, aber du warst roh zu mir.
hereintreten! Noch mehr! Herr Graf, ergeben Sie um Verzeihung zu bitten, weil bitte, nur bitte, mein Freund Knöpfel, ich habe der wahrscheinlich nicht. Psst. Setzen! Setzen! Ihr habt hier sitzen zu bleiben und aufzupassen, dass ich nicht einschlafe. Hast du sowas schon erlebt? Und sofort wecken, wenn ich einschlafen sollte. Und ich hab selber einen Schlaf wie ein Ros. Und jetzt soll ich noch wachen. Schläft schon. Soll ich ihn jetzt wecken? Aber woher denn? Der hat doch einen Rausch. Und überhaupt, das Ganze ist ein typisch besoffener Auftrag. Sofort wecken, wenn ich einschlafen sollte. Und auf so eine Idee kann überhaupt nur ein Besoffener kommen. Wahrscheinlich wacht er aber hier, weil er auf irgendjemanden wartet. Auf wem denn? Jetzt mitten in der Nacht? Vielleicht auf die Frau Gräfin. Auf meinen Kundessen? Ja. Ja, lieber, die schlaft schon längst. Du Schane, gib dir noch eine Flasche her. Bitte. Diese ist ja schon leer. Vorsicht, nur leise. Was war das? Nicht sehr grob. Ich habe nur Schnagel. Schnagern Sie nicht so laut und sofort wecken, wenn ich einschlafen soll. Bitte. Und jetzt möchte ich nur wissen, warum er unbedingt wach bleiben will. Naja, ich hab dir doch gesagt, er wartet auf jemanden. Weißt du was? Schani, wir stellen bei dir eine Falle auf. Eine Falle? Eine Falle. Und wenn jemand hereinkommt, dann hören wir es und mittlerweile können wir beruhigt ein bisschen schlafen. Hopp. Das ist eine großartige Idee. Aber was könnte man... Gunk. Im Lader sind Schnüren. Und damit bindest du den Gunk an die Türen. Und wenn die Türe aufgemacht wird, fall um die Gunk. Ja, und glaubst du, dass das funktioniert? Unbedingt. Der Graf liegt schlecht. Das Schnarchen stört mich riesig. Und ich werde ein bisschen zudecken. Vorsicht, der erstickt ja. Ach, woher? Ein Besoffener erstickt nie. Nie! Königliche Hoheit, ich bin zu Haus. Also ich glaube, eine so hohe Auszeichnung ist noch keiner Wienerin zuteil geworden. Vom bayerischen Kronprinzen persönlich nach Haus gebracht zu werden. Dem bayerischen Kronprinzen hat aber auch, soviel ich weiß, noch keine Wienerin so gefallen. Seit ich sie kenne, liebe ich Wien fast noch mehr. Es ist für eine Frau gefährlich, Ihnen zuzuhören. Ich muss Sie morgen wiedersehen, aber nicht wieder auf irgendeinem Fest.
Ich muss sie allein sehen. Königliche Hoheit, ich weiß nicht. Hier, ein Passierschein, der auf Ihren Namen lautet. Mit dem können Sie jederzeit und unbehindert zu mir gelangen. Werden Sie kommen? Vielleicht. Einschlafen sollte. Zu Befehl, Herr Graf. Ruhe! Schande, du warst zu rot zu mir. Ist denn? Keine Ruhe mehr in den Haus. Auf! Guten Morgen, Herr Graf. Gib die Hand, Herr Graf. Guten Morgen, Herr Graf. Ich hab euch doch ausdrücklich befohlen, aufzupassen, dass ich nicht einschlafe. Stattdessen schlaft ihr selbst wie zwei Murmeltiere. Bitte, bitte, wenn der Herr Graf jemanden erwartet haben sollte, der Betreffende ist nicht nach Hause gekommen. Woher wissen Sie das? Bitte, wenn jemand nach Hause gekommen wäre und hätte die Tür aufgemacht, so hätte das einen Bufferer gegeben, dass die ganze Nachbarschaft munter geworden wäre. Bitte, und überzeugen Sie sich ja darauf selbst. Bitte. Hui! Hui, Zettel. Sie ist nicht nach Haus gekommen. Hast du gehört? Sie? Er hat also doch auf die Gräfin gewartet. Aber ausgeschlossen. Na, auf wen denn sonst? Vielleicht auf die Durchlauchtante? Guten Morgen! Melanie! Na, was habe ich gesagt? Ja, und was habe ich gesagt? Die Falle ist Mist. Geh, wie kannst du so etwas aber sagen? Aber die Frau Gräfin war eben schon vor uns zu Hause. Meine Falle, die ist prima. Ja. Welcher Idiot hat denn das gemacht? Na, und das ist ein Mist. Christian, Durchlaucht. Bitte, am Durchlauch gut geschlafen. Verbitte mir solche anzüglichen Bemerkungen. Ich habe überhaupt nicht geschlafen. Wo sind die Kinder? Die Kinder sind... Ist gut. Ich lege mich jetzt ein bisschen hin. Meine Nichte soll nicht weggehen. Und die Anne soll mir Natron und einen kalten Umschlag bringen. Aber ich habe gesehen, wie du den Kronprinzen angeschaut hast. Richtig zärtlich. Nein, interessiert. Nein, du warst zärtlich, wie du noch nie zu mir warst. Ich habe dich tanzen gesehen, mein Lieber. Das hat mir genügt. Wir haben einander beide nichts vorzuwerfen. Schwöre mir, dass du nur mich liebst und an keinen anderen denkst. Ich denke an keinen anderen. Schwören sollst du. Wenn du mich so festhältst, kann ich doch nicht schwören. Schwöre. Ich schwöre. Schwöre mir, dass du vergessen hast, dass Bayern ein Königreich ist und einen Kronprinzen hat. Ich schwöre, es gibt ihn nicht mehr. Ja? Das wurde soeben gebracht. Bitte, die Frau Gräfin. Von wem? Von der Blumenhandlung Herdlitschka. Ich meine, von wem bestellt? Das wurde nicht gesagt. Bittchen, ein Herr Daffinger ist da. Was wünscht er? Bittchen, er will die Frau Gräfin malen, im Auftrag einer hochgestellten Person, die aber anatom bleiben möchte. Das wird ja immer schöner. Jean, sagen Sie an Daffinger, wir bedauern, meine Frau lässt sich nicht malen für eine so geheimnisvolle Persönlichkeit. Da wird's. Gehen Sie schon! Bitte. Au! Mein Kreuz! Ich kann nicht gehen. Das ist eine Gemeinheit.
Jetzt nimmt man dir mein störrisches Kreuz weg. Dann gehen Sie, Knöpfel! Frau, mein Kreuz! Zum Donnerwetter, was ist denn hier los? Sie auch? Aber nein, bitte, das ist doch mein störrisches Kreuz. Und der Schar hat sich ja doch nur bei mir angesteckt. Also mir scheint, ich bin hier in einem Tollhaus. Anni, dann gehen Sie und sagen Sie an Duffinger, es muss ein Irrtum vorliegen und überhaupt meine Frau wünscht nicht gemalt zu werden. Einen Augenblick. Hat Herr Duffinger ausdrücklich gesagt, dass er bestellt wurde, die Gräfin Wolkersheim zu malen? Jawohl, ausdrücklich. Dann entschuldige, mein Lieber. Anni, führen Sie Herrn Duffinger hinauf in den Wintergarten. Es ist schon lange mein Wunsch, einmal von Meister Duffinger gemalt zu werden. So, und eben hast du mir noch geschworen. Ich schwöre dir auch jetzt, dass ich keine Ahnung habe, wer Meister Duffinger herbestellt hat. Und die Blumen? Das weiß ich nicht genau. Aha, aber das lässt sich ganz leicht feststellen. Man braucht ja nur zu fragen, wer sie bestellt hat. Und den schieße ich nieder, wer es auch sein mag. Ich habe einen klassischen Mann. Don Juan und Othello zugleich. Oh, hier. Guten Morgen, Tante. Bleib sitzen, mein Kind. Ich bring dir eine Freudenbotschaft. Du brauchst nie mehr nach Reis zurück. Ja, wieso denn? Es hat sich gelohnt, dass ich gestern länger auf dem Ball geblieben bin als du. Ich habe als Tatsache erfahren, heute wird auf dem Kongress beschlossen, dass das Fürstentum Reis endgültig verschwindet. Wie? Jawohl. Reis schreit, Kreuz hört auf zu existieren. Und das nennst du eine Freudenbotschaft? Na, hör mal. Du kannst doch jetzt für immer in Wien bleiben. Lieber Meister, wir müssen die Sitzung leider unterbrechen. Aber bitte, Frau Gräfin, ich habe ohne dies zu tun. Also, ich verstehe dich nicht. Aber Tante, das ist doch schrecklich. Dann ist der Schorsch kein Diplomat mehr. Na, wenn schon. Verhungern werdet ihr nicht. Aber nein, Tante. Du hast ja keine Ahnung, wie er an seinem Beruf hängt. Ich habe noch nicht viel davon bemerkt. Doch, ich weiß es. Er ist mit Leib und Seele Diplomat. Sag, wenn Reus verschwindet, kommt es da zu Sachsen oder zu Preußen? Er soll zu Bayern kommen. Zu Bayern? Ja, so hat der Metter nicht gesagt und der muss es schließlich wissen. Dann gehe ich zum Kronprinzen Ludwig und zwar sofort. Melli, das ist unmöglich. Warum? Du kannst doch nicht allein zu ihm hingehen. Denk an seinen Ruf. Was hat er denn für einen Ruf? Er ist ein Schürzenjäger von Weltformat. Sogar eine ganz bestimmte Methode hat er, sagt man. Er spricht mit den Frauen nur über Kunst, zeigt ihnen seine Bildersammlung und das schönste Bild hängt dann so ganz zufällig in seinem Schlafzimmer. Das glaube ich nicht. Zu mir hat er sich tadellos benommen. Und selbst wenn ich mich getäuscht haben sollte, ich gehe zu ihm. Melanie, du weißt, ich bin nicht prüde, aber das kannst du nicht. Schließlich bist du eine Gräfin Wolkersheim. Er wird nie erfahren, dass eine Gräfin Wolkersheim bei ihm war. Höchstens ein Fräulein Stadler vom Kärntner Tortheater. Ich bin sehr glücklich, Demoiselle, dass Sie so bald davon Gebrauch gemacht haben. Königliche Hoheit werden ein bisschen enttäuscht sein, wenn ich Ihnen sage, warum ich gekommen bin. Ich bin dankbar für jeden Anlass, der Sie herführt. Ich komme mit einer Bitte. Schon gewährt, wenn es in meiner Macht steht. Königliche Hoheit sind überaus gütig. Also, was ist's? Ist es wahr, dass Reuß Bayern einverleibt werden soll? Ja, leider. Das kann ich nicht so ohne weiteres beantworten. Mein hoher Herr Vater leitet unsere Politik nämlich völlig allein. Ich bin mehr für die schönen Dinge, die Künste, die Musen. Aber ich werde mich selbstverständlich für diesen besonderen Fall interessieren. Danke. Also, das war's. Die Sorge hat Sie hergetrieben, die Sorge um... So sehr lieben Sie... Und dass er verheiratet ist, stört Sie gar nicht? Nicht im geringsten. Wollen Sie nicht ablegen? Haben Sie Lust, sich meine verschiedenen Schätze hier anzusehen? Gern. Darf ich Sie führen? Ich sammle das alles für die Museen, die später einmal bauen will. Hier ein wunderbarer Mädchenkopf. Original della Robbia. Habe ich hier in Wien bei einem Antiquitätenhändler gefunden?
hier ein Rembrandt, dort ein Van Dyck. Prachtvoll. Und hier ein Werk aus der Schule des großen Praxiteles. Auf das bin ich besonders stolz. Sehr interessant. Ja, Wien ist eine wahre Fundgrube für mich. Sie glauben gar nicht, was ich hier alles an hübschen Dingen gefunden habe. Und jetzt kommt etwas Besonderes. Die eigentliche Überraschung, die ich mir bis zuletzt für Sie aufgespart habe. Oh, wirklich? Bitte schließen Sie für einen Moment die Augen. Nicht mogeln, schön zulassen die Augen. So, und jetzt dürfen Sie wieder schauen. Da, dicht vor Ihnen. Sie wussten? Natürlich. Seit wann? Geahnt habe ich es schon beim Singen. Sie haben wie eine wahre Künstlerin gesungen. Danke. Aber unsere kleine Künstlerin sang wirklich nicht wie eine Gräfin. Dazu hatte sie viel zu viel Ehrgeiz. Wissen Sie, mit Künstlern, also da kenne ich mich nun wirklich aus. Na und ganz sicher war ich dann nachher. Da haben Sie sich nämlich verraten, verehrte Gräfin. Wieso? Die Adresse. Ich bin zwar kein Wiener, aber das weiß ich. Eine Demoiselle Stadler wohnt nicht in der Herrengasse 8. Herrgott, Sie müssen doch wissen, wer das Bild meiner Frau bei Ihnen bestellt hat. Bedauere, ich weiß es eben nicht. Sie wollen es nicht wissen. Herr Graf, ich versichere zum letzten Mal, dass ich nicht die geringste Ahnung habe, wer sich hinter dieser unbekannten hohen Persönlichkeit verbergen könnte. So, dann werde ich es Ihnen sagen, Herr Duffinger. Kronprinz Ludwig von Bayern. Was? Aber nein, der bestimmt nicht. Den kenne ich genau. Ich habe ihn nämlich gemalt. Sie sind sehr diskret, Herr Duffinger. Dann werde ich eben seine königliche Hoheit selber fragen. Herr Graf, ich bedauere Ihnen nicht dienen zu können. Da sagt man nun, Maler hätten ein so gutes Gedächtnis für Physiognomien. Und Sie können mir diesen mysteriösen Herrn nicht einmal beschreiben. Beschreiben? Nein, aber zeichnen könnte ich ihn. Dann tun Sie es doch, wenn ich bitten darf. Gern. Nun, das ist ja... Hier haben Sie seinen Begleiter. Da hört sich ja alles auf. Der Duffinger wird eingeschlagen wie eine Bombe. Noch was da? Nichts mehr, nur noch die Posten. Ui. Verzeihung, dass ich störe, Hoheit. Sind die Blumen auch von Ihnen gewesen, Hoheit? Nein, wirklich nicht. Von wem denn? Die sind von meinem Freund Knöpfchen. Aha. Der Sünder hat sich verflüchtigt. Na, jedenfalls alles in Ordnung, Meister Duffinger. Und das Bild malen Sie natürlich trotzdem. Ich übernehme es zu dem vereinbarten Preis, Herr Duffinger. Auf Wiedersehen. Bitte, Herr Graf. Die Post. Störe ich? Nie, mein Engel. Nun, hast du endlich den Verführer deiner Frau ermittelt? Melanie,
ich bitte dich um Entschuldigung wegen meines hässlichen Verdachtes. Eigentlich müssten wir heute unsere endgültige Versöhnung feiern, aber mir ist nicht danach zumute. Melanie, ich bin nämlich... Ich weiß. Ach, man spricht also schon darüber. Kränk dich nicht. Schau, zum Leben haben wir genug. Und nun bleiben wir in Wien. Jetzt gefällt's dir doch auch schon ganz gut. Ja, Kind, nur stell dir Kolumbus vor, dem plötzlich der Ozean weggetrocknet ist. George, vielleicht ist doch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ich meine, am Ende endet der Kongress seinen Beschluss noch. Wie sollte das sein? Das könnte höchstens von Bayern ausgehen. Von dort haben wir bestimmt nichts zu erwarten. Seine Exzellenz, der Herr Hof- und Staatsminister von Ibsheim-Gindelbach. Ja, haben Sie schon gehört, mein Lieber? Es gibt uns wieder. Reusschleitz-Greiz ist wieder auferstanden in alter Herrlichkeit. Und wer hat das zu Wege gebracht? Sie, mein Lieber, dafür danken wir Ihnen. Ihren außerordentlichen Fähigkeiten ist es gelungen, gestern Abend einen so starken Eindruck auf seine königliche Hoheit, den Kronprinzen, zu machen, dass er daraufhin bei seinem hohen Herrn Vater zum Fürsprecher für unsere gute Sache wurde. Und Sie wollten diese Einladung nicht annehmen. Stoßen muss man Sie in Ihr Glück. Na, nun ist ja alles in bester Ordnung. Reusschleitz-Greiz verdankt Ihnen viel. Alles. Erbitten Sie sich eine Belohnung. Exzellenz, es ist mein Herzenswunsch, für immer in Wien bleiben zu dürfen. Bewilligt! Sie sind hiermit zum ständigen, außerordentlichen Gesandten in Wien ernannt. Exzellenz, darf ich mir jetzt erlauben, Sie meiner Gattin vorzustellen? Sehr erfreut, meine Gnädigste. Es drängen Sie sich nicht an, mein Lieber. Ein zweites Mal falle ich Ihnen nicht herein. Mit einem Walzer begann unser Streit. Bei einem Walzer haben wir ihn begraben. Ja, Sorge für immer. Ich bin ja so glücklich. Wir beide im Prater. Ganz allein. Wie ein heimliches Liebespaar. Weit und breit kein Mensch, der uns kennt. Ipsi, Sie müssen Acht geben auf mich. Mir wird leicht schwindelig und nachher schlecht. Und das passt sich doch nicht für eine Hofschauspielerin. Erstes Mal der Schurl mit seiner Frau. Grüßt euch, das ist aber fesch. Stellt euch vor, dem Herrn Exzellenz ist es gelungen, mich an das Hoftheater in Reus zu engagieren. Wir gratulieren. Er hat sich aber sehr anstrengen müssen. Ich habe nämlich noch ein Angebot gehabt. Ans Münchner Hoftheater vom Kronprinzen persönlich. Reiner Schwindel, aber ich finde Sie entzückend. Ich auch. Der Marcel Stadler hat die Wahrheit gesagt. Wenn Exzellenz verzichten, in München ist ein solches Talent immer willkommen. Verzichten? Unter keinen Umständen, Königliche Hoheit. So, jetzt haben wir doch. Warum fahren wir denn nicht los? Warum fahren wir denn nicht? Wo ist denn der Ringespielbesitzer? Ja. Was? Herr Nachbar, wir kennen uns ja. Was ist denn, was wollt's denn? Was ich will? Versöhnen will ich mich mit Ihnen. Nicht so viel Wasser, wie er gestern aus dem Wirtshaus rausgeschmissen. Was? Sie mich? Schicksal, schade. Das ist Wien.